Service während der Vertragslaufzeit ist zumindest unsere Beobachtung aus 30 Jahren Mandantenarbeit eine Erwartungshaltung, die unserer festen Überzeugung nach auch vollkommen berechtigt ist. Heutzutage sind ja die Internetwege für sehr viele Menschen das Maß der Dinge. Und auch wenn sie uns beauftragen, kann es passieren, dass wir bestimmte Preise wir nur auf diesen Internetwegen organisieren können. Insofern ist es also wichtig, dass wir uns auch mit Ihnen darüber unterhalten, wie der Service nachher später gewährleistet ist. Weil wir versuchen natürlich für Sie immer den Optimalservice in den Griff zu bekommen, kostenneutral, versteht sich. Aber wenn Sie natürlich sagen, ich möchte Banania-Versicherung haben, dann müssen wir Ihnen sagen, okay, die arbeiten mit einer Telefonhotline, die von Robotern bequatscht ist. Oder wir sagen Ihnen vielleicht, Dankeschön, im letzten halben Jahr haben wir bei der Pfefferminzia-Versicherung eben halt ganz schlechte Erfahrungswerte, weil nach selbst die Roboter am Ende einen wegschalten und man kriegt überhaupt keinen Ansprechpartner mehr. Sowas kann also passieren. Insofern gestatten Sie mir an dieser Stelle mal die gravierendsten Unterschiede, was die Serviceleistung betrifft, mal aufzuzeigen. Der erste typische Weg ist ein standardisiert Serviceversicherer, einen definierten Serviceversicherer, sich als Partner für das Produktziel zu wählen. Wir informieren Sie dann, wie das alles organisiert ist. Dort haben wir in der Regel auch persönliche Ansprechpartner. Wir können individuelle Produktgestaltungswünsche auch mit zugewiesenen Ansprechpartnern abklären, die wir auch erreichen können. Also da, wo die Arbeit noch einigermaßen traditionell funktioniert, kein Thema. Dort werden wir Sie auch entsprechend mit Angeboten versorgen. Der zweite typische Weg ist, dass die Versicherungsgesellschaften als Hauptproduktgeber für die Mandanten hier ganz klare Strategien fahren. Personalkosteneinsparung ist das A und O. Erste Warnstufe sind immer die Telefonhotlines. Das ist eine richtig super Geschichte. Die zweite Frage ist die Qualität der Callcenter. Denn auch wir als Profis müssen, wenn Sie einen solchen Produktgeber gewählt haben, uns auch mit diesem Callcenter auseinandersetzen. Also wir warnen dann schon, wenn wir schlechte Erfahrungen mit bestimmten Produktgebern haben. Aber ansonsten müssen wir auch klipp und klar sagen, wenn Sie den Preisvorteil haben wollen, dass entsprechend die Auskünfte über Callcenter laufen, dann müssen Sie auch selber dort anrufen, wenn Sie Fragen haben. Wir unterstützen dann im Rahmen der schriftlichen Protokollierung des Schriftverkehrs im Schadensfalle mit den entsprechenden Gebern. Wir haben also immer die E-Mail-Adressen auf Zugriff, wo wir auch eine Eingangsbestätigung erhalten, damit sich im Ernstfall keiner rausreden kann, für die Schadenssofortmeldung. Also all die schriftlichen Dinge, das funktioniert jetzt eigentlich ziemlich gut. Allerdings, wie gesagt, für die persönlichen Ansprechpartner bei den Versicherungen, da müssen Sie dann schon mit an die Front, wenn Sie eben halt partout noch einen letzten Pfennig rausquetschen wollen. Die letzte Form, die im Raume steht, ja, darüber lassen Sie mich bitte noch mal ganz kurz reden. Weil das wird häufig vergessen. Hier unten haben Sie die gleichen Vergleichsrechner mit den fast gleichen Ergebnissen, wie Sie bei Check24 und sonst irgendwo auch bei anderen Maklern bekommen. Und deswegen ist es rein technisch so, wenn Sie Service von uns wollen, dann müssen Sie bitte schön auch die Produkte auf den Vergleichsrechnern, die auf uns geschlüsselt sind, entsprechend abschließen. Ist ja auch logisch, auch schon aus Datenschutzgründen. Nur wenn Sie uns über unsere Rechner beauftragen, entsprechend dann die Dinge in die Policierung zu geben, bekommen wir auch Auskünfte von den Produktgebern zu den Dingen, die Sie betreffen. Wenn Sie also sich auf unseren Rechnern informieren und dann irgendwo anders irgendwas abschließen, dann können wir Ihnen nicht helfen, weil kein Versicherer wird uns Auskünfte erteilen, es sei denn, Sie haben bei uns ein Mandat hinterlegt und dann wiederum ist es rein technisch so. Tun Sie uns bitte einen Gefallen, bevor Sie irgendwo wild in der Prärie irgendwas abschießen. Die Billigrechner, die haben wir für unsere Mandanten im Rahmen des papierfreien Vertragsordners in Profiqualität vom Feinsten online bereitgestellt. Sie haben dann den Vorteil, dass, wenn Sie die Verträge in Ihrem eigenen papierfreien Vertragsordner im entsprechenden Vergleichsrechner online abschließen, dass Sie dann gleichzeitig auch die Synchronisation Ihres Vertrags bekommen, papierfreie Abwicklung. Also diese ganzen Stichpunkte, die die Zukunft bestimmen werden, das müssen Sie nicht direkt bei einer Versicherung machen. Sie haben also auch Profi-Tools,
wo sie den ganzen breiten Kosmos der Versicherer im Angebot haben, wo sie sich ihre Versicherung aussuchen können. Und wenn sie dann diese Rechner benutzen in ihrem eigenen Vertragsordner, wir verschaffen ihnen die Zugänge im Sekundentakt, das kostet sie auch keinen Cent, prüfen sie bitte diese Profi-Tools, die wir kostenfrei für sie bereitstellen. Und sie werden ganz fix die ganzen, teilweise auch mit verkäuferischen, Fernsehwerbung kostet auch Geld. Vergessen das bitte nie, wenn Sie eben an Check 26, 27, 28 ganz fest dolle glauben. Niemand kann zaubern in der Branche. Es ist so, wie es ist. Für jemanden, der denken und rechnen kann, ist es eine relativ einfache Geschichte. Es wird Ihnen transparent vorab offengelegt. Sie müssen allerdings auch zugreifen und die Dinge austesten. Wenn Sie dann nachher, wie gesagt, sich woanders entschieden haben, für uns kein Problem, wir wollen kein Geld haben, wenn wir keine Leistung zu erbringen haben. In diesem Sinne, an dieser Stelle ein Cut. Eine wichtige Bemerkung allerdings nochmal in Schriftform. Also, wenn Sie mit unserer Zusammenarbeit stehen und vielleicht doch früher oder später mal das eine oder andere, die Dinge entwickeln sich, wir haben keine direkten wir haben keine Weisungsbefugnis gegenüber den Produktgebern. Wir sind externe Geschäftspartner. Uns gefällt auch nicht alles, was teilweise so abgeht. Also wenn Sie mal unzufrieden sein sollten mit Ihrem Produktgeber, vergessen Sie bitte eins nie, wenn wir heute einen Produktgeber empfehlen, als super tollen Schadensservice-Anbieter, wo alles super klasse läuft, dann kann schon morgen, übermorgen passieren, dass dort entsprechend ein neuer Vorstand gewählt wird, der hat ganz tolle, geile Ideen, macht Turbokapitalismus, entlässt die Hälfte seiner Schadenssachbearbeiter. Also die gleiche Empfehlung, die wir heute mit gutem Gewissen geben, die kann vielleicht schon in 7, 8 Jahren überholt sein. Also insofern, reden Sie mit uns, wenn Sie mit etwas unzufrieden sind. Erstens helfen Sie uns damit, den Versicherungsanbietern, den Produktgebern in die Hacken zu treten, wo die Säge klemmt, beziehungsweise wir werden dann auch mit Ihnen den Produktpartner wechseln, wenn dort keine vernünftige Resonanz zu bekommen ist. Aber bitteschön, teilen Sie uns Ihre Unzufriedenheiten mit, weil wir sind keine Hellseher. Wir wissen nicht, was Ihnen konkret Böses widerfahren ist, wenn Sie ohne uns zu konsultieren mit Ihrer Versicherung telefoniert haben. Auch wir wissen nicht immer, wenn eine neue, oder wir werden nicht informiert, wenn eine neue Hotline geschaltet wird oder irgendein Programmierer eine geile Idee hatte, die hinten und vorne nicht funktioniert. Wir erleben das dann zwar und in ganz harten Fällen geben wir auch Warnungen raus, aber so schlimm ist es ja meistens nicht. Meistens sind es Kleinigkeiten, die Sie aufregen. Reden Sie mit uns. Vielleicht haben wir sogar schon eine Lösung für Sie griffbereit. Und wenn es echte Beschwerden sind, dann machen wir das dann genauso professionell wie die Antragsabwicklung oder die Schadensbetreuung, weil wir haben da in den letzten 30 Jahren schon unsere Erfahrungen gesammelt und wir wissen auch, mit welcher Tonart, mit welchem Anklang in der Klaviatur wir arbeiten müssen, damit wir etwas bewegen zu Ihrem Nutzen. Man muss nicht immer die Rechtsschutzversicherung bemühen, um sie mit dem Versicherer zu streiten. Manchmal ist es auch bloß ein Azubi, der gerade mal am Telefon gewesen ist und wenn man mit einem vernünftigen Schadenssachbearbeiter spricht, ihm die Klauseln zeigt, die im Vertrag drinne sind. Es sind auch bloß Menschen bei den Versicherungen und vergessen Sie bitte eins nicht, die wollen die Probleme auch vom Tisch haben. Also, Unzufriedenheiten auf den Tisch. Wir wissen damit umzugehen und wenn wir Fehler gemacht haben sollten, dann entschuldigen wir uns auch. Und wenn wir keine Fehler gemacht haben und die Fehler woanders liegen, wie gesagt, lassen Sie uns gemeinsam den Sünder in die Hacken treten, dem Täter, um mal die alte Kriminalistensprache wieder zu bemühen, das Handwerk legen. Und in dem Sinne lassen Sie uns gut und langjährig zusammenarbeiten. Die Dinge entwickeln sich und in dem Sinne bis zum nächsten Video.